Also so ein Applaus. Ich meine, ich komme hier raus, ohne vorher was zu sagen. Ohne Warm-up. Einfach so. Das ist Berlin, Freunde. Ja, wenn Sie alleine klatschen wollen, klatschen Sie alleine. Ist doch, kann man doch mal machen. Freunde, wir legen los. Herzlich willkommen bei Krömer, die internationale Show. Glauben steht ja wieder im Vordergrund. Man glaubt wieder. Ja? Also jetzt nicht an Barschek oder so, sondern an Gott. Ben Becker hat, glaube ich, jetzt schon zum 50. Mal den Tempodrom in Berlin vollgemacht mit 4000 Besucher, ja, und liest da vor aus der Bibel. Finde ich stimmig. Ich habe mir jetzt für nächstes Jahr auch 20 Mal das Olympiastadion Berlin gemietet und lese denn da aus dem Koran vor. Verstehst du? Ja. So, Leute, entschuldigt bitte, ich bin heute ein bisschen verhuscht, weil ich hatte gestern einen Hochzeitstag. Meine Frau hat gefeiert. Und ich habe aus Frust mit ihr gesoffen. Verstehst du? In Deutschland verschwinden jährlich 100.000 Leute spurlos, aber nicht meine Frau. Verstehst du? Ich soll auf sie hören. Meine Frau sagt immer, ich soll auf sie hören. Hör doch mal auf mich, Mensch, hör doch mal auf mich, hör doch mal bitte auf mich. Wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass ich auf meine Frau höre, verstehst du, dann hätte ich meinen Schwanz hinten und könnte bellen. Egal. Wir legen los jetzt. Ich möchte noch kurz die Gäste des heutigen Abends präsentieren. Heute Abend mit dabei Karl Dall und Max Rabe. Ich bin ja jetzt auch schon, gehe auch schon auf die 40 zu, deswegen muss man vorsorgen, deswegen bin ich heute hier zum Probeliegen. Schönen guten Tag. Kroll, mein Name. Guten Tag. Frau Kroll. Was kann ich für Sie tun? Können wir uns mal was angucken, dass wir mal reingucken oder so? Na klar, gerne. Wie die Innenausstattung aussieht, wie viele Räume, Baden und WC, gibt es eine Mikrowelle? Frau Kroll, ja. Lassen Sie uns doch mal das Areal erkunden. Was ist das hier? Das sind kleine Mini-Urnen. Ach so, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Gregor Gysi, weißt du? Der ja nur 1,10 Meter groß ist, da braucht man ja nicht so eine große für. So, Herr Krömer. Wo sind wir? Das ist der Ausstellungsraum für die Särge. Ja. Hier können Sie sich gerne mal umschauen. Mhm. Das ist natürlich ein ganz edles Modell. Was ist das für ein Material? Eiche. Eiche. Massiv Eiche. Eiche rustikal. Mm. Passend zu meiner Schrankwand. So, jetzt mal, was kostet das? Mache ich Ihnen meinen Judenpreis. Also ich würde mal sagen 5.000, um die 5.000 Euro. Was? Ja, dass man vielleicht noch KK draufschreibt im Blattgold? Kurt Krömer, ja, als Initialien. Ja, the sexiest man alive oder dead. The king has left the building. Aber bevor Sie hier kalte Füße kriegen, ja, würde ich sagen, versuchen Sie mal Ihr Glück. Bevor Sie absterben. Richtig, hier ist kalt drin. Zumindest fußkalt. So, also. So, liegen Sie bequem, bisschen runter. Na, ist doch, geht doch gar nicht. Wollen Sie mal einen Deckel zu haben? Also, nicht, dass die Klappe zu, ihr Telefon klingelt, sie verquatschen sich und sie liegen und da. Liege hier. Also ich versuche mein Glück, ja, Herr Krömer, ja. Also, oh Gott, habe ich noch nie gemacht. Wie, ich habe gedacht, hier waren mehrere Leute, die Probe hier liegen ja, haben. Ja, aber doch nicht mit Deckel zu. Halten Sie das mal bitte. Die können ja dann klopfen. So, ach so. Wenn ich sterbe drin, habe ich das Holzding hier in der Hand. Oh, ich muss jetzt, oh, ist der schwer. Moment, Ja? Kann mal, geben Sie mal auf die Hände, dass ich mal ja, das ist selber, ist schwer. Ist wirklich, Gott. Der ist schwer. Und wenn ich so beerdigt werde? Geben Sie das bitte raus, das ist pietätlos, das, die Holzstange da. Ja, ich weiß aber jetzt nicht, wo die Latte, ich kann doch nicht mit der Latte begraben werden. So. Oh, das ist schon ein bisschen beengt. Na, sag ich doch, also wieder hoch damit. Also Herr Krömer, ich würde mal sagen, das war genug. Und wenn Sie sich die Stelle ausgesucht haben, die können Sie auch immer wieder verlängern. Oder Ihre Frau. Mhm. Gut, na, dann müssen Sie sich mal so ein bisschen umgucken. Jetzt können Sie ja noch. Warten Sie ab, bis die Sonne scheint, schauen sich die Friedhöfe an. Ja, und dann sage ich, hier würde ich gerne. Ja. Da liegt denn jemand, aber der muss dann weg. Nee, so einfach ist das auch nicht. Der muss da nicht weg, der darf da 20 Jahre liegen. 20 Jahre nur? Wo komme ich denn hin, wenn ich 20 Jahre da gelebt habe? Dann kommt schon Ihnen ein Umruf. Die kommen auf mich ruf. Nach 20 Jahren, was ist denn da noch übrig von Ihnen? Kann man nicht irgendwie, dass man irgendwie das
sich das aussuchen, wer auf einen Ruf kommt? Ja, doch, können sie, indem so, sie... dass Michaela Schaffrath, wenn die so weit ist, dass die auf mich rufkommt, dass man einmal sagen kann, nee, ich war, die nee, war nee, auf nee, mir nee, drauf. Nee, nee, mit der will ich nicht mehr reden. Die macht das. Ja, aber das würde ich mir schriftlich geben lassen. Mach ich? Ja, auf alle Fälle. Auf viel alle Gin Fälle. Tonic. Krieg unter Dolly Buster. Dann würde ich mal sagen, wie läuft das? Einpacken? Den Sack möchten Sie mitnehmen? Ja, ohne Soße. Fangen wir an, das aufzuschreiben. Sie schreiben das auf? Ich schreibe das auf und Sie unterschreiben. Ja. Ihre Frau zahlt. Genau. Na dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss, Frau Kroll. Tschüss, Herr Krömer. Ja, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Meine Frau wollte unbedingt Opernprobe liegen. Ich hab gesagt, aber ohne meine Hilfe kriegst du den Deckel nicht mehr hoch. Und sie wollte nicht auf mich hören. Partout nicht auf mich hören. Jetzt liegt sie da schon seit 4 Wochen drin. Aber bevor sie nicht sagt, dass ich recht hatte, mach ich ohne auf. Verstehst du? Egal, wir kommen jetzt zu unserem ersten Gast heute Abend. Was soll ich sagen? Ich schalte noch mal rüber, was denn da ist. Herr Dall? Ja. Ja. Sind Sie da? Nicht ganz. Ich bin nicht ganz da. Wo sind Sie, wenn Sie nicht da sind? Hier in so einer Katakombe. So ein Loch. In so einem Loch. Nee, hier draußen wird's nicht besser. Oh, Scheiße. Ja. Wir haben Sie im Auge. Machen wir die Talkshow hier drin oder... Ich hab heute jetzt überlegt, spontan, Sie bleiben da drin, ich hier draußen. Ich hab nicht verstanden. Nochmal bitte. Ich komme mal zu Ihnen raus, ja? Rein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was soll ich sagen? Er kam, sah nix, siegte trotzdem. Hier ist Karl Dall. Karl Dall. Willkommen, ja? Herzlich willkommen. Hallo. Ah, hi, hi. Danke. Hallo. Das geht runter. Ja, nimm den Platz. Ja, und wie alle dürfte? Wir kennen uns, haben noch nie gesehen. Nie. Ihr versteckt eure Gäste hier vorher. Ja, ja. Und da bauen sich natürlich schon so Aggressionen auf. Das ist genau das, was wir brauchen. Ja. Lass es raus. Dann haben hast du was mitgebracht? Sie? Ja. Sie? Wir sind per 5 Sie, 5 Euro. Ich habe 2 Dinge für 5 Euro bekommen. Ich habe von Peter Frankenfeld ein Buch von 1956, 1000 Albernheiten. Aber... Ja. Ein Großteil von den Sprüchen habe ich gerade schon gehört. Und dann, um das gut rüberzubringen, eine Flüstertüte. Was? Ach, eine Flüstertüte. Können Sie nicht an Lippen ablehnen? Ist ja toll. Für ja. mich? Ja. Ist ja toll. Ja. Oh. Oh. Achtung. Wollen Sie die Tüte haben? Ja. Hab einen Prominenten in der Hand gehabt. Ja. Diese Raffgier. Kannst du gleich bei eBay verscherben. Hat Karl Dall in Hand gehabt. So, weiter geht's. Ruhe, wir drehen. So kann man sich auch optisch verbessern, finde ich. Mit so einer Ruhe, wir drehen. Ja, finde ich gut. Ja. Oben links, den 4. würde ich mal machen lassen. Ja. So, da bedanke ich mich. Das ist ja toll, eine Flitzertüte. Herr Dall, wo kommen Sie her? Wo passt Sie noch rein? Wenn wo kommen Sie her? Fragen wo leben stellt, Sie? Wo leben Sie? Wer sind Sie? Was machen Sie? Warum machen Sie das? Ja, das frage ich mich auch langsam, nicht? Im Moment bin ich so weit runter, dass ich jede Einladung annehme und deswegen sitze ich heute hier. Ja. Ja,
Das könnte man natürlich auch auslegen, dass ich einen Sinn. Da bedanke ich mich. Ja, einen Sinn für Randgruppen habe und so weiter. Und vielleicht ist es auch die Bestätigung, dass ich keine Angst haben muss, aus dem Geschäft zu kommen. Wollen Sie mal trinken? Können Sie mal mit Untertiteln sprechen? Sie sprechen. Ja. Was? Trinken? Sinken? Trinken. Hier, gluck, gluck. Verstehst du? Ich hab pinkeln verstanden. Ja. Können Sie auch machen. Ist ja anscheinend. Ist ein Nachtprogramm. Ob Sie jetzt hier pinkeln oder reden. Dasselbe. Let it flow, Baby. Ich hätte gerne ein Freigetränk, bitte. Ja, können Sie haben. Habt ihr Rotwein? Ja, ich kann mal gucken. Sehr gut schmecken. Unter 10 Euro im EK, aber auch besser da drüber. Aus dem Kühlschrank Rotwein. Oh, Rotwein haben wir zufällig da. Wir geben gerne, aber wenig. Ja, von den Gebührengeldern der Zahler. Ist das jetzt wirklich Rotwein? Natürlich, was denken Sie denn? Na, könnte ja die Urinprobe von Grete Weiser sein. Aber an dem Tag, wo sie gerade die Russen im Keller hatte. Ja. Na ja, okay. Schön hier. Herr Dall. Ich hab ja auch 12 Jahre getalkt, jetzt bin ich einfach mal Gast. Jetzt muss einer die blöden Fragen stellen und ich Stimmt. kann antworten. Sie haben damals, das war meine Lieblingssendung gewesen bei RTL, wir dürfen den Namen ruhig nennen, weil ich dafür Geld kriege. Ja. Da haben Sie Dallas gemacht. Ja, klasse. Das mein Lieblingsspruch, der. Wie viele Folgen waren das eigentlich gewesen? Weiß ich nicht. Ich habe 12 Jahre gezählt. Ich habe irgendwann nicht mehr gezählt. Da war irgendwann, wir mögen ihn alle, Roland Kaiser mit dabei gewesen und Sie haben gesagt: Komm, sing schon dein Lied hier, dann haben wir den Downs. Und dann ist er aufgestanden und ist nach Hause gegangen und hat leider nicht mehr gesungen. Ja, ganz so war es nicht, aber. Es liest sich so schön. Ja. Roland Kaiser ist auch dann wiedergekommen und geblieben. Aber darüber hat die Presse nicht gerne geschrieben. Ich muss den Roland mal in Schutz nehmen, weil das wirklich ein feiner Kerl ist. Ja. Und ich bin der Vorsitzende in Ostfriesland vom Roland Kaiser Fanclub. Lieb mich ein letztes Mal. Also, ja. Ich glaube, es geht schon wieder los. Also, Roland Kaiser, hau ich ab. Ich hol mir jetzt auch was knallt. Ja. Sag mal, die Konzerte bei Roland Kaiser, hau ab Kartendeal und bei mir haben die gleiche Luftfeuchtigkeit im Saal. Ja. Der singt ja wieder, hau ab Kartendeal ist ja wieder on Tour oder wie weiß ich, wird aufgebahrt oder? Wollen Sie Bananenchen haben? Was ist das? Bananen. Nee, meine ich. Was? Nee, ja, das sieht schon so, das ist ein Gastgeschenk. Das sieht schon so fies aus, ich bleib lieber bei dem Rotwein, das passt nicht zusammen. Können Sie vielleicht tunken? Nein. Banause. Haben Sie ein Feuerzeug? Kriegt das Bier sonst nicht auf. Herr Dall, wo kommen Sie eigentlich jetzt her? Wo leben Sie? Ja, das frage ich mich auch. Wo leben Sie? Wo wirken Sie? Ich bin Kosmopolit. Ich lebe in Hamburg, in Berlin, in Kanada. Um mal ernsthaft zu antworten, auf dem Mond auch. Also ich bin Prost, ja. Ja, Brust. Ja. Herr Krömer, Brust, ist ja eine Freude, hier zu sein. Okay. Es liegen ja Welpen zwischen uns, junge Hunde, Welpen, ja? Mit so einem Zeug habe ich mich früher auch zugeknallt, aber heute ist ein bisschen mehr Niveau angesagt. Okay, hier nicht, aber sonst gar nicht. Ja. Naja, sieht gut aus, ist aber Tetrapack. Eins habe ich mir auch mich gefragt, wie man mit so einem normalen Gesicht Karriere machen kann, so wie Sie das machen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vor 40 Jahren auch anders angefangen. Ja. Wie haben Sie angefangen? Sie haben ja damals dabei Instabook und Co. Ja, stimmt. Was da waren Sie noch gar nicht, hier? Da waren Sie noch gar nicht in der Besamung. Ja? Da waren Sie noch gar nicht in der Besamung. Welcher Jahrgang Doch, sind Sie? Beim RBB, Rinderbesamungsanstalt Brandenburg. Ja. Ich bin über die Besamung. Welcher Jahrgang sind Sie? 74. 74, da könnten Sie nach meiner Musik gezeugt worden sein. Ich hatte 73 den Hit, diese Scheibe ist ein Hit. Und danach da ging also die Geburtenrate unheimlich hoch in Deutschland nach diesem Lied. Also keine Musik mehr, sondern mehr Poppen. Ja.
Wenn Sie das so vulgär ausdrücken, Kirchen. Ja. Ich habe ja nicht ficken gesagt. Und dann habe ich noch gelesen, Sie haben eine Mühle und spielen gerne Dame. Was soll denn der Quatsch? Ich habe eine Dame, mit der spiele ich gerne Mühle. Ach so, ja, dann ist halt in Ordnung. Die dreht sich fürchterlich hinterher. Sie haben eine Mühle, wirklich eine Mühle? Eine Windmühle, ja. Sie leben in der Windmühle? Auch, unter anderem. Ich habe so wie damals Kurt Jürgens überall in der Welt meine Häuser. Ja. Ja. Andere haben das auf den freien Märkten verzockt. Ich habe überall, irgendwo steht ein Gebäude rum. Also auch Sie haben richtig hier in Neukölln wohl weniger, weil aber sonst in den feineren Gegenden, zum Beispiel in Marzahn, gehört mir. Ja. Ja. Da habe ich auch, also nicht im Erlauben. Ja. Kommt ein bisschen Neid durch jetzt bei Ihnen, nicht? Wenn Sie so einer so 40 Jahre so einen Erfolg hat. Glauben Sie eigentlich daran, dass Sie in 40 Jahren hier auch noch sitzen? Bestimmt. Bestimmt. Aber ob denn noch Kameras im Publikum da sind, weiß ich nicht. Aber ich kann ja sitzen, kann ich in 40 Jahren noch. So, wir haben die Fragen. Waren Sie ein Wunschkind und wenn ja, könnte man sagen, dass Ihre Eltern eher bescheidene Ansprüche hatten? Hast du die Antwort schon gleich gegeben? Ja. So lange dauert der Scheiß jetzt hier doch für mich. Ja, bis wir irgendwie ein positives Gespräch bekommen. Haben Sie einen Schlafsack bei? Ich denke mal, ich werde in 8 Minuten abgetalkt. Ja? Nö, nee, aber ich bin hier. Runterrotzen, abkassieren und dann nach Hause. Ja? Haben Sie Geld bekommen hier? Höchstwahrscheinlich mehr als Sie. Ich werde ja immer noch nach Lachern bezahlt, ja? Aber wir sind ja RBB, da gibt es denn noch D-Mark. Ja. Und sagen Sie mal, Sie sind ja Kind von Eltern, wollte ich gerade sagen, von Lehrern. Ja. Wiesen. Mein Vater war Lehrer, meine Mutter war Handarbeitslehrerin, aber die hatte den Job. Handarbeitslehrerin. Und Handarbeit? Ja, so. Mit Stickstoff. Das will ich nicht wissen. Mit Stickstoff. Pfui. Pfui. Die hat mit Stickstoff gearbeitet. Wenn ich im Hotel bin, brauche ich doch keine Handarbeitslehrerin. Handarbeitslehrerin? Ja, das hieß Handarbeit, Haushalt. Da haben die Mädels kochen gelernt und so weiter. Es gab früher noch so Spaten in der Schule. Das gibt es heute ja gar nicht mehr. Sie müssen das doch noch kennen, Handarbeit, ja? Ja. Sind Sie auch Jahrgang 30? Haben Sie meine Tüte noch? Na klar. Ja. Schreibe ich Ihnen nachher was drauf. Oder Sie rauchen sie zusammen weg. Vielleicht wird was draus. Ja. Es ist also. Der ist mir zugelaufen. Der denkt, der ist Kameramann. Ja. Aber ich dachte ja auch, es ist eine gute Idee, meine Frau zu heiraten. Ja. Jeder hat so einen. Ja. Ich weiß auch nicht. Ja, komm mal ran. So. So ein Hartz-IV-Kameramann. Da ist gar kein Strom drin bei dir. Kannst du mal eine Großaufnahme von mir machen, na? Sehe ich nicht geil aus? Aber ich finde das Publikum wirklich stark hier, ja? So anspruchsvoll. Passen Sie auf, die Sympathie kann umschlagen in Hass. Ja. Ja. Dann können Sie Ihre Tüte wieder mitnehmen. Weil er sie nicht mehr haben möchte. Zieh sie doch mal über den Kopf, dann siehst du besser aus. Ja. Das hat Esa. Da muss ich immer gesagt? Eine Nase raussuchen, die anderen lachen sich. Ich hätte das nicht gesagt. Jutesack vielleicht. Was? Ich habe nichts gesagt, ja. Ach so. Ich trinke jetzt noch meinen Wein aus und erwarte ich, was auf mich zukommt. Das ist alles so spießig hier, diese. Oh. Oh, nee, Junge. Ich habe ja viel Mist gemacht im Leben. Aber das ist der Gipfel heute. Was war
Ja, Sie klatschen auch noch, oder was? Sie klatschen. Ja. Was war der größte Scheiß in Ihrem Leben, den Sie erlebt haben, wo Sie dachten, ey, das kann in der Uni wahr sein? Ich hoffe, dass ich hinten einen Anschlusswein kriege. Ja? Ich muss mir den nächsten Gast dann auf dem Bildschirm angucken. Das ist ja alles so ekelhaft. Ja? Wer kommt denn? Eine Frau? Ja. Ja, okay. Max Rabe. Oh, das habe ich nicht gewusst. Sie haben sich hässlich geäußert. Ja. Der schon in Startlöchern oder ist der noch irgendwo im Flug? Nein, wir haben jetzt noch einen Talk. Ich höre gerade von der Regie. Noch 30 Minuten. Weil die ersten 20, da war der Akku leer von den Kameras. Tut mir leid. Fangen wir noch mal von vorne an. Ja, Herr Dall, haben Sie ein Geschenk bei? Ja, habe ich das schon ins Regal gestellt? Ja, sicher gar nicht. Ein Buch von Peter Frankenfeld, den kennen Sie nicht mehr, nicht? Doch, natürlich, der hat immer so finde ich ja albern, so karierte Sachen an. Ja. Die Zeit ist dann natürlich vorbei. Ja. Wenn man so null Gesicht hat. Ich finde, wenn man so null Gesicht hat, dann muss man sich irgendwie mit karierten Hosen kleiden, so, damit man überhaupt auffällt. Aber auch nicht mit Hemden, wa? Naja. Sie sind doch live unterwegs. Oder nee, Sie haben gesagt, Sie gehen nicht mehr auf Tournee. Warum nicht? Ja, ein bisschen weniger. Ich mache nur noch Einzeltermine, so monatsweise Blöcke. Beim Arzt, oder was? Meint ihr jetzt Tournee, auf Tournee? Ja, ich gehe oft in den Osten, da ist man ja noch wer, da ist man ja nicht der letzte Dreck. In Görlitz habe ich voll gemacht, den Marktplatz. Fisch aus Görlitz? Ja. Ah. Aus wo? Görlitz. Und ihr habt ein Tagesvisum? Wie, ihr kommt extra aus Görlitz nach Berlin, oder was? Kann nie wahr sein. In welchem Rucksackhotel wohnt ihr denn hier? Kempinski. Ich. Wie die Hottentotten. Ja. Wohl, sagt man ja nicht mehr. So. Die Zeit. War schön. Nee, jetzt kommen die Fragen. Ich bedanke mich für das Gespräch. Das war eine unheimlich nette Sache. Wollen Sie schon gehen? Bleiben Sie doch noch ein bisschen. Oh. Wenn das Volk es verlangt. Bleiben Sie ruhig, weil ich habe ja noch zu trinken. Da kann sich jetzt Max Rabe draufsetzen auf meine Knie. Ja. Wollen wir die zu machen? Können wir, Regie, können wir alle zusammen heute auf der Bühne mal? Schön, ja. Achso, ich dachte, ihr seid zu schlafen. Mich fragt dann keine Sau. Ja? Sie, wir machen offene Runde heute. Ja, ist gut. Wir weil machen mal was Verrücktes. Der Max ist wirklich einer der ganz Großen. Ich weiß, deswegen ist er da. Ja. Ich lade nur Leute ein, die ganz groß und sind. Bei Ihnen war irgendwie was zwischengerutscht. Ja. Ja. Bei Max Rabe. Da freue ich mich richtig. Ja, ja, ja. Das ist ein toller Mann. So, Sie bleiben hier. Ich wollte aber noch kurz. Sie bleiben kurz hier, noch ein bisschen Scheiße bauen. Kennen Sie den Neuköllner Bürgermeister? War der das schon vor 30 Jahren? Nein, ich kenne ihn nicht. Kann sein. Kennen Sie? Der Buschkowski. Heinz Buschkowski. Ja, meistens heißen die ja so Kowski, Schabrünski oder so. Bauen wir jetzt mal richtig schön Scheiße. Sie bleiben hier. Ja, ich bleib hier, okay. Wir gehen jetzt in die Welt der Fantasie. Warum laufe ich eigentlich so komisch? Ich weiß es nicht. Fantasie. Komm gleich wieder, keine Panik. Ich lach mir das. Ich.
Ich bin weg für Sie. Ach, mir ran. Ja, ich habe ein paar Bonbons mitgebracht. Ja, können Sie auch haben, ein paar Bonbons noch. So, ich glaube, mein Arzt, Herr Wojtkowski. Ja! So ein Stuhl für Max. Ja, okay. Was soll ich sagen? Wir wissen längst, wer kommt. Er hat sich in den 20er Jahren hat er sich einfrieren lassen. In den 90er Jahren wurde er wieder aufgetaut. Herr Rabe? Ja. Euphorie, hörst du? Ja. Und in dieser euphorischen Stimmung, europäischen Euphorie-Stimmung geht es weiter. Wir holen Sie ab, da wo Sie sind. Im Raucherpuff. Begrüßen Sie, meine Damen und Herren, mit einem großen Applaus den Sänger Max Rabe. Guten Abend, Herr Rabe. Herr Rabe. Guten Abend. Guten Abend. Haben Sie Geschenke bei? Bitte schön. Oh, danke schön. Da bin ich aber gespannt, was da drin ist. Nee, falsch. Das ist das Geheimgeschenk. Das ist das Richtige. Ach so, jetzt ist ja nur Ihre CD, Ihre neue. Die Sie ja sicherlich nicht in die Kamera halten wollen. Oh, eine Fliege. Ja, für den Fall. Ist ja. Und? Ja, wenn Sie abends mal schick weggehen wollen. Mach ich. Herr Dall, wollen wir auf die Piste gehen heute noch? Mach ich ja einen drauf machen. Und hier ist die CD, ja? Ja, genau, das ist die neue Scheibe. Die habe ich hier ganz en passant mehr einfließen lassen. Ja, bitte. Einfließen? Sozusagen, ja. Undercover. Knaller. Herr Rabe, ich freue mich. Herr Dall nicht so anscheinend. Ich finde das toll. Strahlen Sie mit der Freude aus. So eine Platte. Ich habe auch eine Platte, aber so eine hätte ich natürlich auch gerne. Wenn die Dinger sich schon nicht verkaufen, dann verschenkt man sie am besten. Ja. Kleiner Gag zwischendurch. Die kann man noch gar nicht kaufen, die kommt morgen erst raus. Ach so. Ja, morgen ist bei uns relativ. Bei uns, wie weiß ich, wir müssen Herrn Dall, glaube ich, rausschneiden. Ich gehe auch. Das ist denn, wenn Sie das im Fernsehen sehen, dann ist. Ich gehe einfach da, wo ich wieder. Macht euch jetzt einen schönen Abend, ja? Sorgt für eine hohe Einschlafquote. Wir sehen uns nachher hinten. Max, mach's gut, Alter. Ja? Du hast dich überhaupt nicht verändert, wirklich. Du machst halt Botox oder was? Bis gleich dann, ja? Herr Dall, machen Sie gut. Tschüss. Mit, ja? Hi, geil! Hi! Anne! Tschüss! Entschuldigen Sie, Herr Rabe. Bitte sehr. Wurde mir von der Redaktion aufgedrückt. Bin ja mehr ein Arte-Typ. So, ich baue kurz noch mal ein kleines bisschen Scheiße und dann komme ich gleich wieder. Ja. Wir gehen noch mal zu Herrn Buschkowski. Komme gleich wieder. Die Zaubertür geht gerade nicht, pardon. Wir haben ein Problem. Wie? Die Zaubertür geht nicht? Nee, also so freundlich gehst du noch mal und reißt dir die Fliege vom Leib. Zurück, ach so, stimmt. Hab alles unter Kontrolle. Was sehen Sie?
Na, dann wollen wir mal sehen. Ja, Moment, wir machen das schon. Herr Rabe, ich gehe jetzt mal in die Welt der Fantasie. Oh, drück die Fliege gerade. Oh, ich lege die, ist ein schönes Geschenk, aber ich lege sie in Ihre Hände und komme gleich wieder, weil wir gehen noch mal zu Herrn okay. Buschkowski. In die Welt der Fantasie. Bevor er einschläft. Herr Rabe, wollen Sie was trinken? Gern, Sprudelwasser. Aber nicht alles auf einmal. Lieber Herr Gesangsverein. Knallharter Typ. Hier, ich hab noch ein paar Bananen gefunden. Warum laufe ich so komisch? Ich weiß es nicht. Herr Rabe, Sie sind ja bekannt durch Ihre, Ihre 20er-Jahre-Art. Ja. Haben Sie gelacht oder ersticken Sie gerade? Man weiß es nicht. Wie sind Sie darauf gekommen? Nun ist es ja so. Sie haben ein Orchester, haben Sie auch, ne? Ja, das Palastorchester. Gut. Nächste Frage nehme ich mal an. Kein Problem, ist für mich überhaupt kein Problem. In China, Sie treten auch in China auf. Mhm. Mit vollem Mund spricht man. Da habe ich noch eine Frage vorbereitet. Herr Rabe, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, Sie sind in China unterwegs, dann machen Sie ja auch Anmoderation auf Chinesisch. Nein. Sagen wir mal, Sie sind beim Fischen an der Ostsee. Wie ködern Sie? Nein, ja, geht jetzt nämlich nicht. Oh. Ja. Was sind Sie von Sternzeichen? Ganz. Bei mir ist es ganz unnötig angekommen. Moment. Pfütze. Pfütze? Was? Ja, Rabens Pfütze. Nee, nun. Schütze. Ach so.
für Zeitverstand. Ja, hast du gucken. Herr Rabe, vielleicht unterhalten wir uns gar nicht mehr, vielleicht tanzen wir. Nein. Sehen Sie nun Max Rabe und Kurt Krömer in Der Tanz des Lebens. Herr Rabe. Nächste Frage. Ja, ja, klar. Sie glauben doch nicht, dass ich hier nur 34 Fragen stelle und dann nichts mehr habe. Leben Sie in Berlin? Mhm. Schöne Stadt, ne? Ja. Wo leben Sie? In welchem Bezirk? Ich, in Mitte. Wie viel Zimmer? Welchen Bezirk? In Mitte. In Mitte? Mhm. Und wie viel Zimmer? 2,5. Klar. Karl Dall kriegt demnächst ein Cover auf dem Playgirl. Herr Dall? Herr Dall? Ja. Und sagen Sie mal, wenn man in einer Talkshow sitzt und die Finger kleben, was macht man? Meine kleben nicht, ich weiß nicht, was man tut. Weiß auch nicht. Und gehen Sie wieder auf Tournee? Ja. Wie lange geht man denn so auf? Wir gehen jetzt auf große Deutschland-Tournee und haben am 10. Premiere. Was? Nee, nee, keine mehr. Ich muss gerade ganz eklig aufstoßen. Aber jetzt mal ehrlich, Sie sind ja weltweit unterwegs gewesen. Sie waren in China, Sie waren in Japan, Sie waren in Australien und überall sagen die Leute, hurra! Ja. Ja. Ich denke, jetzt fast gedacht, dass das die Antwort ist. Das was? Sie waren noch in der Cornhill Hall. Cornhill Hall. Oh, da müssen wir nochmal ansetzen. Regie, wir setzen nochmal an. Die kommen von hier. Cornhill Hall waren Sie Wiesen. Was? Ja, wir waren letztes Jahr in New York und haben in der Carnegie Hall gespielt. Er hat einen Satz gesprochen. Jetzt geht's los, jetzt sind wir heiß. Und wie machen Sie das, wenn Sie da, Sie singen die Lieder alle in Deutsch und die Amerikaner sagen dann... Ja. Ich hätte ein Bein gehabt. Nein, natürlich werde ich... Im Redefluss. Also, ich übersetze das, was ich dann auf Deutsch singe, vorher mit ein, zwei Sätzen ins Englische und dann haben die Leute eine Ahnung von dem, was ich tue. Und mein kleiner grüner Kaktus auf Chinesisch? Funktioniert überhaupt nicht. Und das ist deutsche Kultur, denken die denn, oder was? Die denken, das ist deutsche Kultur. Stellen wir mal vor, Florian Silbereisen würde nach China fahren. Da bin ich ja froh, Herr Rabe, dass Sie das machen. Stellen wir mal vor, die Chinesen würden alle denken, hier umsti, bumsti, umsti, bumsti. Ja, da können wir uns froh schätzen. Na, du lachst. Das ist die deutsche Kultur auf einmal. Ja. Gibt es noch andere Leute aus Deutschland, die auch so was machen wie Sie? Die rausfahren und uns retten vor Florian Silbereisen? Ich glaube, so in der... Reißen Sie sich bitte zusammen, sonst brechen wir den Abend ab. Ja? Unmöglich. Wenn du frech wärst, holen wir einen Dall wieder raus. Ratzpatier. Wie geht's jetzt weiter mit Ihnen? Ja, wo gibt's denn diese Möbel zum Beispiel? Auch bei Humana? Nee, die haben wir, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Wie sieht es denn aus, wenn man in Japan, wie kriegt man den Kontakt nach Japan? Was ist das für eine Musik? Ich höre irgendwie Musik. Ich höre nicht. Hören Sie Musik? Glaube ich ja noch. Ich höre Musik. Nein, können wir auch nicht sehen. Man weiß es nicht. Und könnte ich mal in China auftreten, dass ich das ja, mal ja. sagen, Kurt Krömer? Spielt seine Evergreens? Könnte funktionieren, ja, glaube ich ganz bestimmt. Mhm.
und in den Goethe-Institut. Herr Krömer, ne? Geschenke! Voll auf die... die Hand von dir. Herr Buschkott. Herr Buschkowski, ich bin auch Brillenträger. Ich glaube, es hakt. Sie können doch nicht hier reinkommen, mich verscheißern. Aber meine Amtskette will ich wieder haben. Was wollen Sie wieder haben? Meine Amtskette. Na, Sie kriegen nur andere Sachen. Sie kriegen richtig Stress. Max, schlagen zusammen. Was für eine Amtskette? Der Bürgermeister von Neukölln ist nur Bürgermeister mit Amtskette. Ich kann Sie nicht sehen. Wo sind Sie überhaupt? Was hab ich? Oh, es schneit. Herr Buschkowski, wie Sie sich wieder benehmen hier. Oh. Ja, da ist sie. Nehmen Sie sie weg. So, und jetzt. Ja, nun. Kann man nicht annehmen. Auf Wiedersehen. Es reicht. Ja, Schüssikowski, Herr Buschkowski. So, Herr Rabe, setzen Sie sich wieder hin, wir machen die Abmoderation. Wo ist wohl die Kamera 3? Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war es gewesen. Wir bedanken uns recht herzlich.